Es war ein Feuerwerk der Superlative. Tausende Zuschauer verfolgten am Samstagabend eine Mischung aus Barock und Höhenfeuerwerk an der Edersee-Sperrmauer. Christoph Jako und Frank Wenzig von Hessenfeuerwerk haben mit ihrem Team eine 20-minütige Show in den Nachthimmel gezaubert. Zwei Wochen Vorbereitung bedurfte es, bis 300 Kilogramm Pyrotechnik die Zuschauer in der Vollmondnacht jubeln ließ. Das Feuerwerk war eines der Highlights zum 100. Edersee-Geburtstag.